Naja, es ist also, wie Sie sagen, der Vorwurf der Bestechlichkeit. Ich kann zur inhaltlich zur Sache natürlich relativ wenig sagen, weil ich den Akt nicht kenne und nicht Teil dieses Verfahrens bin, dort nicht verteidige. Aber es scheint mir schon, dass hier möglicherweise wieder einmal etwas überschießend von der WKSDA vorgegangen wurde. Denn der Nachweis, dass für einen Initiativantrag der FPÖ diese Spende geleistet wurde, wird nicht ganz leicht zu erbringen sein. Also so einfach, wie es, soweit ich das jetzt aus den Live-Tickern mitbekommen habe, die Vertreterin, die Frau Oberstaatsanwältin darstellt, wird, glaube ich, nicht sein. Zum einen von der zeitlichen Komponente her, auch von der Frage her, wann war er jetzt auf Corfu oder hat er was zahlt für den Flug oder nicht bezahlt. Das sind alles natürlich Beweiswürdigungsfragen, da kann ich mich überhaupt nicht einmischen und gar nichts dazu sagen. Aber die Tatsache allein, dass eine Spende an die FPÖ geleistet wurde von Herrn Gruppmüller, reicht, glaube ich, nicht aus, um hier den Tatbestand der Bestechlichkeit nach § 304 StGB nachzuweisen. Notabene, wo sich für mich auch die Frage stellt, was ich nicht ganz durchschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Fernbetrachtung, wo hier die Pflichtwidrigkeit sein soll. Denn ein Initiativantrag ist durchaus zulässig. Und wenn die FPÖ oder Strache als Vertreter der FPÖ hier Ungerechtigkeiten geortet hat, dann ist es durchaus zulässig, dass er natürlich initiativ wird und schaut, dass diese Privatklinik in den Tickerauf aufgenommen wird, was auch möglich gewesen wäre durch einen Zusatzvertrag, soweit ich das mitbekommen habe. Also es hätte gar nicht unbedingt einer Gesetzesänderung bedurft. Und vor allen Dingen, was für mich eher für den Standpunkt Jürgen Müllers zu sprechen scheint und damit natürlich auch Strache ist, ist die Tatsache, dass er diese 10.000 Euro, um die es ja letztlich geht, höchst offiziell gespendet wurden, also quasi absichtlich gespendet wurden, damit das SPÖ-Parteimitglied Gruppmüller hier unter Beweis stellt, wissend, dass im Rechnungshofbericht diese Spende aufscheinen muss, dass er hier ein Zeichen setzt. Also es wäre ja eigentlich ziemlich dumm, um nicht zu sagen deppert, wenn jemand jetzt hochoffiziell eine Parteispende leistet, von der er wissen muss, dass sie überall aufscheint und vielleicht auch medial berichtet wird, wenn er sich illegal hier ein Gesetz kaufen würde wollen. Also ganz erschließt sich das mir nicht, aber bitte, die WKSDA hat vielleicht entsprechende Beweise an der Hand, das wird man ja sehen im Verfahren, wo sie dann vielleicht nachweisen wird können, dass da eine unmittelbare Verquickung bestand, also das Geld gegeben wurde für das Gesetz, das dann ja letztlich auch zustande gekommen ist.